Im Herzen Nordrhein-Westfalens liegt das Ruhrgebiet, eine Region erbaut auf Kohle und Stahl, geschaffen vom Fleiß der Menschen. Im Süden dieses Ballungsraumes betreibt die Ruhrtalbahn GmbH mit historischen Fahrzeugen einen nostalgischen Schienenverkehr. Geschäftsführer Stefan Tigges erläutert uns das Konzept der Ruhrtalbahn. Die Ruhrtalbahn, ein Erfolgsmodell für die gesamte Region. Als wir 2005 angefangen haben, war die Idee der beteiligten Städte Hagen und Bochum und des Ennepe-Ruhr-Kreises, eine Marketinglokomotive für das Ruhrtal aufzubauen. Heißt also, man hat versucht, mit dem Projekt Ruhrtalbahn auch überregional Aufmerksamkeit zu erzielen. Das ist gelungen. Fast 40.000 Fahrgäste fahren im Jahr zwischen Bochum und Hagen. Sehr viele steigen vor allen Dingen an den attraktiven Unterwegshaltestellen aus. Und genau das war damals auch das Ziel, was halt die Städte Bochum, Hagen und der Ennepe-Ruhr-Kreis verfolgt haben. Und seitdem bekommen wir auch eine Förderung. Und mit dieser Förderung bezahlen wir zum Beispiel die Vorhaltung der Fahrzeuge, die Nutzung der Infrastruktur und der Bahnhöfe und vor allen Dingen auch das professionelle Vermarktungsteam, das wir rund um die Ruhrtalbahn aufgebaut haben. Erleben Sie mit uns noch einmal das Flair längst vergangener Tage. Versetzen Sie sich in unserem Schienenbus aus den 60ern oder dem Dampfzug aus den 1920er Jahren zurück in eine Zeit, wo der Weg noch das Ziel war. Nostalgisch reisen und erleben mit der Ruhrtalbahn. Das Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen ist der Heimatbahnhof der Ruhrtalbahn. Das Museum mit seiner großen Fahrzeugsammlung hat von März bis Mitte November geöffnet und an Sonntagen sind der Wismarer Schienenbus, die Handhebeldresine und die Feldbahn im Einsatz. Mit rund 46.000 Quadratmetern ist das Museum in Dahlhausen eines der größten in Deutschland und verschiedenste Dampflok-Veteranen sind hier zu bewundern, wie zum Beispiel die für das Ruhrgebiet typischen Maschinen der Baureihen 44 und 50. Auch Diesel- und E-Lok-Freunde kommen hier auf ihre Kosten. Seit 2011 ist das Museum eine Stiftung und der Erhalt der Fahrzeugsammlung ist somit gesichert. Nach einem Rundgang durch das Gelände heißt es nun Abfahrt am Museumsbahnsteig. An jedem ersten Sonntag in den Monaten April bis Oktober fahren wir mit dem Dampfzug des Eisenbahnmuseums und von Mai bis Oktober fahren wir mit unserem Schienenbus dreimal täglich durch das malerische Ruhrtal nach Hagen. Wir heißen Sie herzlich willkommen im nostalgischen Zug der Ruhrtalbahn auf der Fahrt vom Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen nach Hagen Hauptbahnhof. Freuen Sie sich auf eine schöne Fahrt über eine der 20 romantischsten Eisenbahnstrecken der Welt. Nein, das ist nicht nur unsere Meinung, sondern die der Zuschauer der Fernsehsendung Eisenbahnromantik im Südwestdeutschen Rundfunk, die im Dezember 2010 die 20 romantischsten Eisenbahnstrecken der Welt gewählt haben. Unser Platz 16 ist ein mehr als respektables Ergebnis und wir sind gemeinsam mit allen Förderern in der Welt zu Recht stolz auf diese Auszeichnung. So, lassen wir uns überraschen. Jetzt fahren wir dann. Während unser Triebwagenführer noch gespannt ist, was ihn erwartet, haben wir die S-Bahn-Station in Dahlhausen erreicht. Das Ruhrtal ist ein beliebtes Ziel für Radfahrer und an jeder Station besteht die Möglichkeit der Fahrradmitnahme, selbst im vergleichsweise kleinen Schienenbus. Der Zug ist nun auf dem Weg nach Hattingen und nutzt dabei die Gleise der Deutschen Bahn AG. Dazu noch einmal Stefan Tigges. Wie funktioniert die Ruhrtalbahn? Das ist so, dass wir bei den jeweiligen Streckeneigentümern eine Trasse anmelden, heißt also eine Erlaubnis von A nach B zur Minute XY zu fahren. Und das tun wir bei der Deutschen Bahn AG, der die Strecke vom Eisenbahnmuseum bis nach Hattingen und von Wengern Ost bis nach Hagen Hauptbahnhof gehört. Und das tun wir bei der Touristikeisenbahn Ruhrgebiet. Das ist eine Tochter des Regionalverbandes, die die Strecke im mittleren Abschnitt zwischen
Hattingen und Lengern-Ost für uns vorhält. Dafür sind wir sehr dankbar, dass das Thema Infrastruktur nicht von uns originär bearbeitet werden muss, sondern dass sich hier die kommunale Seite auch sehr stark engagiert hat. Die Stadt Hattingen besitzt mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern ein Kleinod, dessen Besuch sich lohnt. Die schönen Fachwerkhäuser gruppieren sich um die St. Georg-Kirche, welche durch ihren verdrehten Turm schon von weitem auffällt. Erbaut wurde sie im 13. Jahrhundert aus Ruhrsandstein und hat im Laufe der Jahre viele Umbauten und sogar eine Totalsanierung erlebt. Die Hattinger Altstadt ist vom Bahnhof in rund 10 Minuten zu Fuß erreichbar und lädt mit ihren Cafés und Geschäften gerade bei schönem Wetter zu einem Besuch ein. Kaum hat der Zug den Bahnhof Hattingen verlassen, muss er schon wieder halten, denn unsere nächste Station befindet sich nur einen Kilometer weiter. Das Industriemuseum Henrichshütte erwartet Sie mit seinem markanten Hochofen. Die Henrichshütte, einst der größte Arbeitgeber für die Stadt Hattingen und das Umland, wurde 1854 gegründet und nach dem Grafen Henrich zu Stolberg-Wernigerode benannt. Ab 1987 wurde die Hütte nach und nach stillgelegt und abgerissen. Einzig das Ensemble um den Hochofen blieb erhalten. Heute ist das 70.000 Quadratmeter große Gelände der Henrichshütte neben einigen mittelständischen Gewerbeansiedlungen und neuen Parkflächen einer von 8 Industriemuseumsstandorten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und Teil der Route der Industriekultur. Unser Schienenbus passiert gerade den Bahnsteig des ehemaligen Haltepunktes Henrichshütte, wo bis zur Einstellung des Personenverkehrs 1971 regelmäßig Züge gehalten haben. Dieser Haltepunkt ist eigens für die Schichtarbeiter der Hütte angelegt worden. Eine Besonderheit auf der heutigen Museumsstrecke ist der Welper Tunnel, denn es gibt nicht viele Museumseisenbahnen, die einen Tunnel ihr eigen nennen können. Durch den Tunnel gelangen wir nach Blankenstein, heute ein Stadtteil von Hattingen. Der Aufstieg zur Burg ist beschwerlich, doch man wird mit einem herrlichen Panoramablick vom Torturm der Burg über das grüne Ruhrtal und den Ortskern von Blankenstein entschädigt. Zudem befindet sich ein Restaurant und ein schattiger Biergarten auf der Burg. Die Burg steht seit 1909 unter Denkmalschutz.
1970 wurde Blankenstein in die Stadt Hattingen eingemeindet und seit 2001 befindet sich hier das Hattinger Stadtmuseum direkt gegenüber der St. Johannes-Baptistkirche am Marktplatz. Die kleine Ortschaft Blankenstein, welche mit ihren Straßencafés und Lokalen eine illustre Gastronomie aufweist, wurde fast zeitgleich mit der Burg gegründet. Es entstand vor der Burg schnell ein kleiner Ort, der in den Folgejahren immer mehr aufblühte. Blankenstein ist ein idealer Ort, um nach einem langen Spaziergang an der Ruhr oder einer Fahrradtour eine kleine Rast einzulegen. Auch bei uns haben Sie im Zug die Möglichkeit, kleine Speisen und Getränke zu erwerben. Im Dampfzug sorgt dafür das Team des Modelleisenbahnclubs Essen mit seinem Barwagen. Fragen Sie einfach das Barwagenteam oder im Schienenbus den Zugbegleiter. Unsere nächste Station ist Haus Kemnade. Das Wasserschloss gleichen Namens befindet sich nur knapp 100 Meter vom Haltepunkt entfernt. Neben einer guten Gastronomie sind in den Räumen wechselnde museale Ausstellungen zu bestaunen. Gebaut wurde es aus dem für die Region typischen Ruhrsandstein. Der Name Haus Kemnade geht auf das Wort Kemenate zurück und bedeutet Kamin. Der einst hier ansässige Adel hob sich durch mindestens einen gemauerten Kamin von den umliegenden Bauernhäusern ab. Eine weitere Besonderheit unserer Strecke ist die Fahrt durch das Gelände des Recyclingunternehmens Bötzel. Auch nach der Einstellung des Personenverkehrs 1971 und der Stilllegung der Hattinger Henrichshütte ist der große Altmetalllager und Sortierplatz immer von Güterzügen angefahren worden. Unsere nächste Station ist Herbede. Doch bevor wir uns dem Streckenmittelpunkt widmen, lohnt sich der Blick zum Kemnader Stausee mit seinen Freizeitmöglichkeiten. 1976 erfolgte der Spatenstich für den Kemnader See, der schon 4 Jahre später offiziell eröffnet wurde. Aber schon viel früher, 1929, wurde geplant, die Ruhr im Bereich Haus Kemnader zu stauen und auch Pläne für ein Naherholungsgebiet waren im Gespräch. Wer sich sportlich betätigen möchte oder einfach nur einen schönen Spaziergang machen will, kann den See auf angelegten Wegen umrunden. Auf dem knapp 8 Kilometer langen Rundkurs haben Fahrradfahrer und Fußgänger dabei getrennte Wege zur Verfügung. Es ist in Zukunft sogar geplant, für Inliner und Skater eine eigene Bahnspur anzulegen. Im Jahr 2013 war sie bereits zu 70% fertiggestellt. Sie ist nachts beleuchtet. Wer lieber auf dem Wasser den See erkunden möchte, hat zum einen die Gelegenheit, mit der MS Kemnade über den See zu fahren oder beim Hafen Hevenai Tret-, Ruder- oder Segelboote zu mieten. Der gut 3 Kilometer lange Stausee gehört zur Route der Industriekultur. Wir verlassen den Kemnader See und kehren zur Eisenbahn zurück. Triebwagenführer Christian Mann erklärt uns, worauf man als Lokführer besonders achten muss. Als erstes, dass man die Vorschriften einhält, damit man nirgendwo gegenstößt. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweitwichtigste ist, dass man die Vorschriften so befolgt, dass man sicher fährt und alles ordentlich macht und eben auf solche Fahrgäste achtet, die hier noch stehen. Schnell gefahren. Das bringt ja uns Prozess. Die Ruhrtalbahn fährt nun schon seit fast 10 Jahren immer zuverlässig von Bochum nach Hagen und bekommt dabei Unterstützung, wie uns Stefan Tigges verrät. Ein weiteres Geheimnis der Ruhrtalbahn ist die sehr gute Zusammenarbeit mit den Beteiligten hier in der Region. Die kommunalen Marketingverbände, aber auch Organisationen wie die Ruhrtourismus und der Landschaftsverband beteiligen sich sehr stark daran, die Ruhrtalbahn zu vermarkten. Das Ergebnis ist, dass wir sehr viele Gäste aus der Region begrüßen,
aber mittlerweile auch im Rahmen von Angebotspauschalen immer mehr Gäste, die hier im Ruhrgebiet übernachten und das zarte Pflänzchen Tourismus, was ja langsam erst zu wachsen anfängt hier, immer weiter befördern. Unsere nächste Station ist die Ruine Hardenstein, die wir nach einer Fahrt entlang eines aufgestauten Seitenarmes der Ruhr auch bald erreichen. Hier beginnt das Muttental, eine Gegend, die auch als Wiege des Ruhrbergbaus bezeichnet wird. Die Station Ruine Hardenstein hat ihren Namen durch die Überreste der um 1354 entstandenen Burg. Seit 2006 legt wenige Meter von der Station entfernt die Ruhrtalfähre Hardenstein an, um Fahrgäste ans andere Ruhrufer zu bringen. Dort ist der Anleger für die MS Schwalbe, die mehrmals am Tag zwischen Wittenbommern und Herbede unterwegs ist. Auf Schritt und Tritt begegnet uns im Muttental die Bergbaugeschichte. Ein gut beschilderter Rundweg führt uns zu den verschiedensten noch erhaltenen und nachgebauten Zeugen des Steinkohlebergbaus. Stollenmundlöcher oder geologische Aufschlüsse veranschaulichen die Bedingungen, unter denen einst das schwarze Gold gewonnen wurde. Die ersten nachgewiesenen Bergbautätigkeiten wurden hier schon im 16. Jahrhundert aufgenommen und endeten erst in den 60ern des vergangenen Jahrhunderts. Große Anlagen, wie man sie beispielsweise vom Zollverein kennt, gab es hier nie. Meist waren es Familienbetriebe oder Kleinzechen. Es gab aber auch Betriebe, zum Beispiel die Zeche Nachtigall, mit rund 500 Mann Belegschaft. Die eigens für den Kohletransport gebaute, fast 6 Kilometer lange Muttentalbahn ist als direkter Vorläufer der heutigen Eisenbahn anzusehen, da hier bereits eiserne Schienen verbaut wurden. Der neu eingerichtete Haltepunkt Zeche Nachtigall ist unsere nächste Station. Auf dem Gelände der einstigen Zeche Nachtigall befindet sich heute ein weiteres Industriemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Lange vor der Muttentalbahn und der Eisenbahn überhaupt wurde die Kohle auf der Ruhr in solchen Schiffen, die man Aken nannte, abtransportiert. Jedoch war dies keine leichte Angelegenheit, da die flache Ruhr höchst unterschiedliche Pegelstände aufzeigte. Wegen des reichlich vorhandenen Tonschiefers, ein wertvoller Rohstoff für die begehrten Backsteinziegel, errichtete der Unternehmer Dünkelberg nach Stilllegung des Bergwerks 2 Ringöfen. Einer davon befindet sich über dem verfüllten, aber seinerzeit 447 Meter tiefen Schacht Herkules. Eine besondere Attraktion des Industriemuseums ist die vom Bergwerk Franz Haniel stammende Dampffördermaschine, die auch im Betrieb bewundert werden kann. Musik
In dieser Felswand ist an dem schwarzen Band deutlich erkennbar, weshalb in dieser Gegend nach Kohle gegraben wurde. Ein ganz außergewöhnliches Highlight ist ein Gang unter fachkundiger Führung durch den Besucherstollen. Auch wenn die Besucher nicht komplett wie ein Bergmann eingekleidet sind, Helm und Geleucht machen Sinn. Es kann schon sehr eng im Stollen werden. Nicht nur, dass man sich wegen der niedrigen Firste bücken muss, auch so manches bergmännische Gerät verringert den Querschnitt. Also, das ist jetzt die Strecke, wo wir gerade durchmarschiert sind. Jetzt sind wir hier genau an dem Streckenkreuz angekommen. Dieses ist alles zerbrochen, rechts und links. Und wenn wir jetzt dorthin gucken, dann sehen wir jetzt hier die alten Abbaureviere, die früher 1926 abgebaut haben in diesem Bereich. Mit Wetter bezeichnet der Bergmann die Luft. Wie die Tafel es deutlich zeigt, ist alles besser. 45 3, Mächtigkeit 30, 40 cm, normalerweise nicht abbauwürdig für den Bergmann. Aber es gibt natürlich auch Zeiten wie den Zweiten Weltkrieg. Da haben die auch hier die Kohle rausgeholt. Und da waren die natürlich froh für jeden Krümel Kohle, die kriegen. Um die Kohle aus dem Flöz zu gewinnen, musste sich der Bergmann, wie hier deutlich zu sehen ist, gewaltig anstrengen. Er setzte sich dabei besonderer Gefahren aus. Doch er vertraute seiner Schutzpatronin, der heiligen Barbara. Mit einem herzlichen Glück auf verlassen wir nun die spärlich erleuchtete Dunkelheit. Während des Rundgangs durch den Stollen ist im Industriemuseum der Pendelzug des Gruben- und Feldbahnmuseums Zeche Theresia angekommen. Auch hier ist für Kinderwagen und Rollstühle gesorgt. Bevor wir in unseren Dampfzug einsteigen, genießen wir noch ein paar Impressionen von Theresia und lassen das Kapitel Bergbau hinter uns. Beim Haltepunkt Wittenbommern ist unsere Reise schon recht weit fortgeschritten und wir wollen uns mal im Zug umhören, wie es dem Fahrgast bis jetzt gefällt. Petra Kreisig aus Düsseldorf schildert uns ihre Eindrücke. Gefällt uns sehr gut, wir fahren nicht zum ersten Mal mit. Wir sind schon ein paar Mal mitgefahren und diese alten Wagen, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Vor allem, wenn man jeden Tag mit der normalen S-Bahn fährt, das macht überhaupt keinen Spaß. Und hier, das ist richtig schön entspanntes Eisenbahn. Ganz so entspannt geht es für das Lokpersonal bei der Abfahrt in Bommern nicht immer zu. Es beginnt eine kleine Rampe, die gerade bei nasser Witterung schon mal problematisch werden kann. Und entsprechend lautstark kämpft sich unser Zug die kurze Steigung hinauf. In
Wengern Ost wechselt unser Zug wieder auf die Gleise der Deutschen Bahn AG. Der Bahnsteig in Wengern Ost wird heute nur noch von Fahrgästen der Ruhrtalbahn genutzt. Der öffentliche Personennahverkehr wurde hier im Juni 1986 eingestellt. Wir wollen jetzt dem Henriette-Davidis-Museum einen Besuch abstatten. Es liegt direkt im Kern von Wengern und zeigt den Werdegang der berühmten Kochbuchautorin Henriette Davidis sowie sehr eindrucksvoll das Leben der Dienstboten im 19. Jahrhundert. Hier eine originalgetreue Nachbildung des Wohnzimmers der Henriette Davidis. Sie dachte auch an die Kinder und ihre Rolle in der Gesellschaft. Mitarbeiter Walter Mädler gibt Auskunft. Henriette Davidis hat zur Mitte des 19. Jahrhunderts diese neue Buchgattung Kinderkochbuch, Puppenkochbuch erfunden. Und das kleine Mädchen sollte schon spielerisch in die Hausfrauenrolle hineinwachsen. Und darum gab es also solche Puppenküchen. Und im Grunde alle Teile, die es in der Erwachsenenküche gab, gab es im Kleinformat, im Miniformat, auch in dieser Puppenküche. Und alle Teile sind auch voll funktionsfähig. Ganz besondere Aufmerksamkeit widmete die Autorin natürlich dem Herd, der uns fachkundig erklärt wird. Wir sehen den sogenannten Sprungherd. Henriette Davidis hat diesen Herd bei ihrer Schwester in Wittenbommern, dem Gute Oberste Friedinghaus, kennengelernt und als gut befunden und so diesen Sprungherd den Hausfrauen empfohlen. Nach einem anstrengenden Arbeitstag ist ein geruhsamer Schlaf dienlich. Doch bei den damaligen Betten fällt es einem schwer, an einen geruhsamen Schlaf zu glauben. In der obersten Etage des Museums werden die schweren Lebensbedingungen der Dienstboten besonders deutlich. Im Bahnhof in Wengern bereitet sich Lokführer Christian Mann bereits auf die Weiterfahrt vor. Wenn das auch euch recht ist, ab 90268. Ja. Genau. Okay, danke. Das war der Fahrdienstleiter von Witten. Fahrdienstleiter in Witten melde ich, dass die Strecke frei ist, also dass ich sie komplett verlassen habe. Und dann bitte ich um die Ausfahrt für den nächsten Streckenabschnitt bzw. bis Vorhalle. Auf der nun flotten Fahrt bis zum Bahnsteig in Hagen-Vorhalle passiert unser Zug den Güterbahnhof. Er wurde 1910 in Betrieb genommen und gehört zu den 10 größten Güterbahnhöfen in Deutschland. Der Eisenbahnfreund kann hier manchen interessanten Zug beobachten. Wir verlassen den Güterbahnhof für einen Moment und begeben uns zum Wasserschloss Werdringen, welches sich etwa 1 Kilometer vom Bahnhof entfernt befindet. Das Schloss beherbergt heute ein überregionales Museum für Ur- und Frühgeschichte und besitzt seit 2007 auch wieder eine Gastronomie. Doch die Zeiten waren nicht immer so rosig und 1977 wäre das Schloss wegen Baufälligkeit beinahe abgerissen worden. Es konnte jedoch von der Stadt Hagen gekauft werden. 1985 begannen Renovierungsarbeiten, die mit der Einrichtung des Museums abgeschlossen wurden. Zum Bahnhof nach Vorhalle zurückgekehrt, wollen wir nun unserem Ziel, dem Hagener Hauptbahnhof, entgegenfahren. Im Schienenbus begeistert nicht nur die tolle Aussicht die Fahrgäste. Die umklappbaren Sitzbänke, die begeistern am meisten. Ich zeige das mal einmal. Man setzt sich einfach in die andere Richtung und schon guckt man immer nach vorne. Wir befinden uns jetzt auf einer der verkehrsreichsten Strecken des Ruhrgebietes, die gleichzeitig die kürzeste und somit befahrenste Verbindung zwischen Köln und Hamburg darstellt.
Der Zug muss sich mächtig beeilen, um auf diesem kurzen Teilstück eingepasst in einen engen Takt, im wahrsten Sinne des Wortes, zügig durchzukommen. Zu einem Treffen mit dem Schienenbus kommt es immer an jedem ersten Sonntag in den Monaten April bis Oktober, wenn der Dampfzug unterwegs ist. Der Schienenbus fährt an diesen Tagen auf dem Teckel, wie die Strecke ins Ennepetal, immer parallel zur Magistrale Hamburg-Köln, auch genannt wird. Ihr widmen wir uns im Schlusskapitel unseres Films. In Hagen besteht die Möglichkeit, das Freilichtmuseum des LWL zu besuchen, welches mit Bussen, die am Bahnhofsvorplatz abfahren, in rund 20 Minuten erreicht werden kann. Von den verschiedensten Stellen des Landes sind Gebäude und Werkstätten zusammengetragen und originalgetreu in einem großzügigen Areal neu errichtet worden. Viele seltene oder sogar ausgestorbene Berufe wie Blaufärber, Zigarrendreher, Drahtzieher, Nagel- oder Hufschmied kann der Besucher hier hautnah erleben. Schauen Sie dem Personal bei Vorführungen über die Schulter und entdecken Sie die Kunst des Handwerks. Das Freilichtmuseum hat von April bis Oktober, von dienstags bis sonntags geöffnet. Wir wollen uns nun dem bereits erwähnten Teckel widmen. Die Strecke weist einige Besonderheiten auf, die uns Stefan Tigges genauer erläutert. An den Fahrtagen des Dampfzuges fährt unser Schienenbus auf dem Teckel. So nennt man eigentlich die Strecke von Hagen nach Ennepetal, Altenförde. Wir haben sie jetzt verlängert bis nach Herdecke, sodass bei uns die Linie Teckel von Herdecke bis nach Ennepetal, Klutertöne führt. Eine alte Industriestrecke, die früher übrigens sehr, sehr einkommensstark war. Das Besondere ist, wir fahren direkt neben der Bundesstraße B7. Das ist quasi wie eine Straßenbahn. Allerdings noch heute mit Güterverkehr und einmal im Monat fahren wir dann auch dort. Im Kruiner Tunnel teilen sich die Bundesstraße 7 und die Eisenbahn sogar eine Spur und durch die Verlängerung bis Herdecke und der damit verbundenen Überfahrt über das Viadukt ist der Teckel zu einer echten Attraktion geworden. Die südliche Endstation Ennepetal-Klutert-Höhle befindet sich nur wenige hundert Meter von der Höhle entfernt. Die Höhle ist ein beliebtes Ausflugsziel und kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Ebenfalls angeboten werden sogenannte Abenteuerführungen, wo der Besucher bei einer Extremtour mit Taschenlampe und festem Schuhwerk durch enge Gänge geführt wird. Bei Vorzeigen der Ruhrtalbahn-Fahrkarte erhalten Sie 50% Rabatt auf den Eintrittspreis. Am Ende unseres Filmes werfen wir noch einen Blick nach vorn. Wie sieht es mit der Zukunft der Ruhrtalbahn aus? Wir müssen uns mit der Frage befassen, wie finanzieren wir den Betrieb? Da sind wir angewiesen auf Zuschüsse, weil wir sonst nur alleine mit den Fahrgelderlösen die Organisation nicht vorhalten können. Heißt also, wir müssen uns hier unterhalten, wie wir dieses Erfolgsmodell des Tourismus weiter finanzieren können. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen werden, weil alle Städte sehr klar erkannt haben, die Ruhrtalbahn, das ist ein echtes Erfolgsmodell. Ein Highlight am Jahresende sind unsere Nikolausfahrten. Unter dem Motto, so schön, sogar der Nikolaus fährt mit, fahren wir samstags und sonntags an den ersten beiden Wochenenden im Dezember viermal von Hattingen nach Wengern-Ost durchs Ruhrtal. Der Zug des Eisenbahnmuseums ist festlich geschmückt und es gibt im Zug Kaffee, Glühwein und für jedes Kind eine gut gefüllte Nikolaustüte. Für diese Fahrten ist eine Voranmeldung erforderlich, da wir diese Fahrten mit Sitzplatzreservierungen durchführen. Zum Abschluss unserer Reise durch das wunderschöne Ruhrtal genießen wir die morgendliche Ausfahrt aus der Bahnhofshalle in Hagen. Oh.
Wenn Sie noch mehr über die Ruhrtalbahn erfahren oder unseren Newsletter abonnieren möchten, besuchen Sie unsere Internetseite www.ruhrtalbahn.de. Wir hoffen, Sie schon bald bei uns an Bord begrüßen zu dürfen.